Als nächste Rednerin hat die Abgeordnete Stange, Fraktion Die Linke, das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Besuchergruppe aus dem Programm Mehrwert. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Landtag zur Diskussion des Einzelplanes 08. Den könnte man auch überschreiben mit den Worten sozial, gerecht, bürgernah. Wir gestalten für Thüringerinnen und Thüringer, wir gestalten mit dem Einzelplan 08 für die Zukunft. Das will ich an der Stelle sehr ausdrücklich sagen. Und ich gehe gleich ein auf das Arbeitsmarktprogramm, welches wir im Jahr 2018, 2019 jeweils mit 7,5 Millionen Euro weiterhin stabil fördern werden. Denn öffentlich geförderte und gemeinwohlorientierte Beschäftigung ist Rot-Rot-Grün eine Herzensangelegenheit. Wir sagen, es ist besser, in Arbeit zu investieren, statt in Arbeitslosigkeit. Und ich denke, die Argumente, die mein Vorredner gebracht hat, sind somit auch ad absurdum zu führen. Wir haben als Rot-Rot-Grün das Landesarbeitsmarktprogramm Arbeit für Thüringen um 500.000 Euro auf 7,5 Millionen mit dem jetzt vorgelegten Doppelhaushalt erhöht. Das ist eine gute Sache, denn somit werden perspektivisch auch Langzeitarbeitslose, egal welcher Herkunft sie sind, in die Möglichkeit erhalten, in Arbeit zu kommen und sich weiter zu profilieren an der Stelle. Wir haben, werte Kolleginnen und Kollegen, das Thema Barrierefreiheit, sprich die Politik für Menschen mit Behinderungen in den Doppelhaushalt auch auf vorderste Priorität gestellt. Ich will hier nur zwei Beispiele nennen. Es ist einfach die Einführung des neuen Titels für barrierefreie Kommunikation. Es ist höchste Zeit, dass wir Artikel 21 der UN-Behindertenrechtskonvention auch in Thüringen umsetzen. Da ist formuliert, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit einschließlich der Freiheit auf Information und Gedankenaustausch haben. Mit den oben genannten neuen Titel werden erstmalig in Thüringen in einem Modellprojekt die Möglichkeiten geschaffen, dass Kommunikation, egal ob das in Gebärdensprache, ob das in Brailleschrift oder Ähnliches, dass da die behinderten Menschen die Möglichkeit haben, an unseren Debatten, aber auch an Veranstaltungen teilzunehmen. Ähnliches gilt für die neu geschaffene Titel für kommunale Behindertenbeauftragte, 700.000 Euro. Das ist ein gutes Signal an die Kommunen, die wir hiermit geben. Und damit ist auch der Antrag der CDU-Fraktion als Entschließungsantrag für die bessere Bearbeit des Gleichstellungsbeauftragten als obsolet anzusehen. Wir werden ein ordentliches Gleichstellungsgesetz noch in dieser Legislatur auf den Weg bringen. Und die Voraussetzungen schaffen wir natürlich mit dem Doppelhaushalt 2018-2019. Ich will noch mal auf das Thema der Ehrenamtsstiftung eingehen, werter Kollege. Viele, viele Jahre vor uns wurde überhaupt keine Erhöhung durchgeführt. Mit den mehr an 50.000 Euro wird erstmals, die wir eingestellt haben, wird erstmals wieder seit 2012, so habe ich recherchiert, die ehrenamtliche Arbeit, die Projektarbeit der Ehrenamtsstiftung unterstützt. Ich denke, das ist auch ein gutes Signal an die Thüringerinnen und Thüringer, die in Ehrenamt unterwegs sind. Ein weiteres Beispiel, was ich ganz bewusst herausgegriffen habe, ist die Erhöhung der Förderung der EZ-Hilfen. Das ist eine Vervierfachung und das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Letztmalig wurde 2002 hat die CDU die Mittel für die AIDS-Stiftung, AIDS-Hilfen gekürzt. Und wir haben jetzt erstmalig wieder 160.000 eingestellt, damit die wertvolle Arbeit der AIDS-Hilfen unterstützt wird. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wie perspektivisch das Programm für Vielfalt, welches sicher in den nächsten Tagen noch mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird, auch finanziell unterstützt und gestärkt werden kann. Einen letzten Punkt will ich noch sagen, ist
die vorgenommenen Kürzungen seitens der AfD und der CDU. Ich finde, es ist unerträglich, wie die AfD die Stellen der Gleichstellungsbeauftragten und die Sachausgaben zusammenstreicht auf null. Das zeigt ihre frauenfeindliche Politik, die Sie im Hintergrund haben, genau dafür. Und ich glaube, das muss einfach deutlich formuliert werden. Wer AfD wählt, tut sich gegen Frauen eindeutig stellen. Und das kann nicht unser gemeinsamer Wille sein von Rot-Rot-Grün. Dankeschön.